Philipp Kunek hat 5:2 gegen Krimitschau gewonnen. Wie gut fühlt sich dieser Sieg an? Ja, es ist wichtig, dass wir heute endlich mal wieder einen Auswärtsdreier holen. Ich glaube, wir haben wirklich von Anfang bis zum Ende gut gespielt. In der 5 Minuten Unterzahl haben wir 2 Tore geschossen. Ich glaube, das hat so ein bisschen den Sieg am Ende geebnet. Und ja, da müssen wir weiter dranbleiben. Du hast gerade die 5 Minuten Unterzahl angesprochen. Du heute mit 1 Tor und 2 Assists. Für dich persönlich ein sehr guter Start ins Jahr, oder? Ja, auf jeden Fall. Also das nimmt man gerne mit. Aber ich glaube im Moment bei uns in der Reihe mit Kretsche und Rifi läuft es generell echt gut. Haben jetzt ein gutes Selbstvertrauen, haben wir uns erarbeitet. Und fällt auch mal der ein oder andere vielleicht ein bisschen glücklicher rein. Der Spielmarathon ist jetzt erstmal so halb vorbei. Am Freitag kommt erst Bad Nauheim. Was erwartet ihr da? Ja, auf jeden Fall. Wir haben gegen Nauheim schon 2 Spiele, glaube ich, gespielt. Da müssen wir jetzt wieder unser bestes Hockey zeigen, weil die wirklich eine gefährliche Mannschaft sind und auch das letzte Spiel bei uns zu Hause gewonnen haben. Und deshalb wird es ein schwieriges Spiel. Christian Kranzmann, 5:2 in Krimitschau gewonnen. Wie gut fühlt sich dieser Auswärtssieg an? Ja, mega natürlich. So stellt man sich vor, ins neue Jahr zu starten. Ich glaube, das war, wenn man das Wort perfekt benutzen darf, das perfekte Auswärtsspiel. Klar, hier und da hat man ein paar Kleinigkeiten im letzten Drittel, dass wir da vielleicht mal ein bisschen zu früh die eigene Zone verlassen haben. Wir wussten natürlich auch, dass Krimitschau im letzten Drittel ein bisschen kommt, ein bisschen cheaten wird, dass die auch nochmal ihre Tore schießen. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, war das eigentlich von der Mannschaft das Spiel, was, glaube ich, auch Greg sehen möchte. Eine Besonderheit heute, 2 Shorthander-Tore während der 5 Minuten Unterzahl. Wie sehr hat das euch geholfen im Spiel? Ja, erstmal die Strafe ist fraglich, ob man da wirklich 5 Minuten gehen muss. Vielleicht war es wirklich eine Tätigkeit, dann ist es richtig. Aber wie du sagst, ist einfach brutal wichtig, die 5 Minuten zu killen. Das Momentum zu nehmen, kriegen wir gar kein Tor und schießen kein Tor, haben wir auch einen perfekten Job gemacht. So ist es natürlich noch besser mit 2 Toren. Du hast dann auch heute nochmal getroffen. Kann man ins neue Jahr starten, oder? Ja klar, wie ich gesagt habe, ist schön für mich selber, aber wichtiger noch fürs Team, dass wir 3 Punkte holen und dass man mal einen klaren Sieg einfährt und nicht so ein 50-50, wo es beidseitig ausgehen kann, sondern dass man als Mannschaft wirklich merkt, okay, wir machen Schritte nach vorne und ich finde, wir haben die Eispiraten schon dominiert.